Herzlich willkommen zurück zum Football Manager 2019, 81. Folge. Wie ihr hört, es ist 6.49 Uhr. Zeit vor der Aufnahme etwas aufzunehmen, vor der Arbeit etwas aufzunehmen. Letztes Mal ein Punkt in Leipzig, hat uns trotzdem auf den Relegationsplatz nach unten befördert. Jetzt fahren wir nach Bremen, dann fahren wir nach Mainz. In der Mannschaft hat sich insofern was verändert, dass jetzt noch Ryan Brewster da ist von Liverpool. Und Joel Abuhana hat sich von Gladbachs zweiter Mannschaft auch dazu entschlossen, uns ein bisschen auszuhelfen. Gleichzeitig spielt Frankfurt gegen Gladbach. Eigentlich müssen wir heute was holen. Ich habe mich für diese Aufstellung entschieden. Klein ist auf links heute. Darf ich direkt an. Frau Schütze vom letzten Mal steht trotzdem nur, sitzt nur auf der Bank. Schon wieder mal eigentlich wieder verloren. Bremen ist 5 da. Jetzt gegen Bremen sollten wir vielleicht gewinnen. Mainz ist dann wieder optional und dann Regensburg und Gladbach sind dann direkte Konkurrenten, die müssen wir dann schlagen. Regensburg kommt irgendwie auch wieder in Fahrt, jetzt für die Nordenheim. Das soll dann auch nicht stark Gegner vor uns haben. Die wir nicht bezwingen, nur weil wir eine Liverpool-Einnahme gestorben haben. Ich übersehe, wie Rogo den Ball rausholt. Ja, da liegt man deutlich nicht über der Linie. Ist das nicht unbedingt der Elfmeterschütze? Das macht Mörsen also schon gut dieses Jahr. Ja, Schneider ist zurück in der Startelf. Das Stück ist auch so bekannt. Wir hatten erst bloß da richtig gut. Das Wort mehr theoretisch auch. Die unterscheiden sich eigentlich nur darin, dass Wort mehr zwei Jahre jünger ist.
kann ich natürlich nicht viel sagen, wenn man solche dummen Flanken wieder rein hat. Den ersten holt Maris noch super raus, aber Molinski fühlt sich da nicht zuständig. Gleichwertige Teams. Schießen, Keeper warm. Ich habe ja gesagt, wir haben gegen Leipzig wirklich einen glücklichen Punkt geholt. Wir haben heute gleich wieder gerecht bekommen. Was macht der denn? Spielerisch gefällt mir das, leider was wir draus machen. Ganz schlecht. Ausgleich abgefälscht. Eigentor, oder? Eigentor. Nehme ich natürlich mit zur Pause. Auch abgefälschte Tore zählen. Wenn sie anderen Stürmer vor ihm oder mit Abschlusspech. Macht fast jedes Spiel. So, Kapitän. Eigentlich mein einziger Innenverteidiger gefühlt, der nicht geliehen ist. Sie für Kleindienst. Auch mal gegen Regensburg Spiel gedreht. Völlig unnötig da zu schießen. Matuszek darf wieder rein.
auch sein Debüt. Das Spiel gleich verlieren, damit ich mich alles ausgleiche, gleich von Spiel zu Spiel. Wo hält er aber alles vom Booster? Den heißt echt einer Heiden. Zwar nicht ganz richtig geschrieben, aber. Man sollte mit dem Punkt zufrieden geben. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen, wenn man überlegt, wie die Konkurrenz so spielt, aber naja. Dann fangen wir schnell unentschieden. Von uns. Aber Männer haben immerhin nicht verloren. Da bekommt aber weiter die Chance. Gladbach und Regensburg, das sind die Spiele, wo es dann zählt. Wer dort dann performt. Ist halt hier nicht so schlimm. Und auch die Saison schon verschlafen. Mit einem Punkt auf vier Spielen. Jetzt haben wir mal schon drei geholt mit drei Remis. Natürlich auch keiner weg, aber da ich noch bei einem von beiden bleiben muss, wäre es gut gewesen. Vor allem, wenn Frankfurt gewonnen hätte. Die Frage ist übrigens danach. Mainz, da kommt Regensburg, Gladbach und Frankfurt.
beim zweiten in Mainz natürlich leichter. Trainingseinrichtung lasse ich verbessern. Mit Schäfers Jugendtraining habe ich auch erhöht. Ich komme die Spieler gar nicht eigentlich gucken, ob es ablöst. Außer auf Datum der Verträge. Wenn das 21 ist, gucke ich mir die Spieler an. Also 30.06.21 zum Beispiel. Kann er noch weiter rankommen. Und sonst hat es noch weiter kompliziert. Schalke ist 23 Punkte, die hat 22. Hamburg schlägt natürlich die Bayern. Die glaubst du eigentlich nicht. Jetzt von unten auch noch Dampf bekommen. Sollten wir es dann nicht schaffen, in der nächsten Folge Regensburg zu schlagen, zu Hause steigen wir ab. Das wären dann sehr kritische Punktverluste. Können wir uns nicht leisten. Ich bin auch mit 22 Punkten, das 20 mit über am Strich. Ja, es braucht 18 Punkte nicht auf dem Relegations-, nicht auf dem Abstiegsplatz. Gegen Gruppe 5 immer auf dem Netz. Erstmal ein bisschen. Machen wir das mal schnell. So, jetzt voll auf die drei nächsten Spiele fokussieren, sind welchen eins wahrscheinlich ein bisschen rotieren. Wenn ich natürlich wieder aus dem Börs mitnehmen möchte, wie in Leipzig. Die werde ich jetzt auch offensiver beginnen. Das
gesagt, eigentlich außer bei Dortmund und wo dort habe ich auch gespielt, in München zu einer Totalkatastrophe geführt, aber das hätte sowieso bei den anderen Teams eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Also unglücklich Niederlagen wie in Hannover geführt. Bei Hannover lag es vor allen Dingen an der Chancenverschwendung. Wie Kruse dann den Ball im Konter einmacht. Da steht. Und wie Halfer und Kibrit haben es ein bisschen schwer. Halfer soll dann sowieso seinen Trainerschein machen. Ob ich dann die Alpha einen Trainerschein finanzieren kann. Obwohl ich keinen funktionierenden Stürmer habe dieses Jahr, reicht es mal für ein paar Tore. Oh, jetzt ein Abwehrfälscher Makuchi-Ball, letztes Mal Matusek. Wir bekommen jetzt zusammen die Chance, Booster und Matusek. Kleines macht Pause. Jetzt noch mehr Hörter rum zu jammern. Rechtsverteidiger brauche ich nicht. Jetzt einfach vor den wichtigen Wochen ist das jetzt nochmal dieses Ligaspiel, mich am wenigsten tangiert, bestimmt am meisten ärgern wird. Weil auch der HSV im Nacken sitzt. Thank you.
gebe ich den Weisheit mal sein Gefühl. Ich würde nur maximal. Spielen soll lieber nicht. Dazu sage ich mal nichts. Das Haus ist direkt an uns dran. Komara spielt natürlich weiter. Mal. Hat ich denke aus der Zentrale kommen? Warum eigentlich nicht? Hat die Hangar auch noch einen Rechtsaufsteller? Ich sehe auch nicht die Aufstellung, also mit 5 potenziellen Stürmern vorne. Kann eigentlich nur in die Hose gehen. Läuft, kann man es gegen Ringsburg gerne wiederholen. Der HSV gewonnen hat, erhöht nur den Druck auf uns. Warten wir die so oft, dass sie auf Freistoßposition schießen lassen. Wieder steht da einer frei. Jedes Mal dasselbe. Diese langen Flanken und einer steht frei. Das kriegen wir auch irgendwie nicht gehoben. Kann mir da nicht helfen.
Innenverteidiger schläft bei uns immer. Und der Flügelverteidiger ist ja offensiv ausgerichtet, natürlich. Aber das sind ja beide. Ich weiß nicht, warum Zicker da schläft. Wechsel. Monitore. Irgendwann haben wir schon aufs Tor geschossen. HSV wird zurückgehen für uns. Wir müssen in unter Siegzwang. Druck tat meinem Team dieses Jahr noch nie gut. Gar nichts bisher. Dann wechsle ich nochmal die Taktik und spiele mit Kardinalschiff. Das hat gar nicht mehr gespeichert. Das spielen wir nie. Ich habe genug Stürmer auf dem Feld. Da kriege ich direkt auf die Mütze. Ich bringe aber noch Daniel Halper für Standard.
Heimspiel der zweiten Liga. Die Heimspiele der zweiten Liga. In meinem Auswärtsspiel der ersten Liga einzusetzen. Ja, why not? In. Dort, wenn es zum Ball geht, ist der Gegner eigentlich immer so eine Abstoßgefahr. Scheint es nicht zu machen und scheint nicht viel einzuzahlen. Sieht das halt so aus, wie es aussieht. Sonst weiter. Das muss ich einfach so überlaufen, ist mir schon klar. Wag ist irgendwie immer heiß. Ich sehe immer nur, wie der sich in Schüsse schmeißt, Bälle blockt. Das wird halt nichts mehr. Mein sieht auch noch häufig nur aus der Distanz, aber bei uns ist das ja gar nichts. Wir kommen überhaupt nicht vors Tor. Sehr wichtige Spiele folgen jetzt. Hier verlieren wir mal verkraften. Regensburg, Gladbach und Frankfurt. Das sind zwei Spiele, aus denen ich mindestens 6 Punkte haben will.
aus. Wenn ich mal die Leistung drücke, das war einfach schlecht. Für viele kein guter Abend. Das ist das Secret of Mana, oder? Oder Chrono Cross. Chrono Trigger. Chrono Trigger. Gut, hier machen wir mal Schluss. Nächstes Mal Regensburg, Mönchengladbach, Frankfurt. Ich denke mal, zumindest zwei Spiele davon schaffen wir. Ich freue mich. Beim nächsten Mal werden wir hoffentlich wieder in die Erfolgsbörse zurückfinden, ansonsten kriegen wir ein Problem. Ciao.